Begleitet wird die Automesse von Protesten. Hier verbrennen Aktivisten von ATTAC symbolisch das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens. Ihrer Ansicht nach sei die IAA die größte Greenwashing-Veranstaltung der deutschen Autoindustrie. Und die steht unter Druck. Die Konkurrenz aus dem Ausland wird stärker. Vor allem China greift in den E-Automarkt ein. Das Selbstbewusstsein bei den Asiaten ist riesig und ihre Messestände sind es auch. Die VDA-Präsidentin fordert Unterstützung von der Bundesregierung, damit Deutschland einer der wichtigsten Autostandorte bleibt. China unterstützt massiv industriepolitisch direkt die Unternehmen. Auch die USA schaffen die Rahmenbedingungen. Und deshalb müssen wir die Standortfrage sehr ernst nehmen. Ich bin sicher, es wird deutsche Autos geben, die wettbewerbsfähig sind. Aber ob sie in Deutschland gebaut werden, ist die entscheidende Frage. Das hängt jetzt von politischen Entscheidungen ab. Während die Chinesen durchstarten, kommen die deutschen Autobauer nur schwer vorwärts. Im Schnitt ist eines von 10 neu verkauften Autos ein reines Batterieauto, so Experten. Daher die Sorge, deutsche Hersteller könnten den Anschluss verlieren. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht den Autostandort Deutschland nicht gefährdet, aber er will E-Autos hierzulande attraktiver machen. Wir werden als erstes Land in Europa in den nächsten Wochen ein Gesetz auf den Weg bringen, mit dem die Betreiber von fast allen Tankstellen dazu verpflichtet werden, Schnelllademöglichkeiten mit mindestens 150 Kilowatt für E-Autos bereitzustellen. Damit gehört Reichweitenangst bald endgültig der Vergangenheit. Der Rundgang des Kanzlers läuft nicht störungsfrei. Greenpeace-Aktivisten klettern auf Autodächer. Protest für ein paar Minuten. Elektrisch, sauber, modern. So präsentiert sich die IAA. Und das, obwohl das Kerngeschäft nach wie vor der Verbrenner ist.